Ich begrüße euch zu einer weiteren Session Pokémon Vega. Diesmal habe ich bloß eine einzige Sache vorab zu zeigen. Die ist lustig, aber gleichzeitig auch traurig. Und jetzt fragt man sich, hä, wie soll das denn funktionieren? Nun, zu diesem Zeitpunkt haben wir genau 69 verschiedene Pokémon gesehen. Lustig ist es, klar, weil ich es zufällig bei der Fallinummer gesehen habe. Und traurig ist es, dass wir in Folge 33 oder 34 sind, ich weiß es nicht ganz genau. Das bedeutet, im Durchschnitt haben wir pro Folge etwa 2 Pokémon gesehen, die neu sind. Ja, also das ist schon heftig. 317 Pokémon sind damit noch unbekannt. Should I give you some capturing tips? Hä? Das ist ja für Ranger. Oh mein Gott. Jetzt sag mir bitte nicht, dass... blockier mir den Weg, danke. Jetzt sag mir nicht, dass in der Safari-Zone das wie bei Pokémon Ranger funktioniert, denn warum sollte sie mir sonst diesen Tipp geben? Oh Mann, die reden alle von sowas. Uhuhu. Ey, jetzt bin ich aber gehypt. Wehe, in der Safari-Zone ist jetzt nicht so wie mit Ranger, dass man da die Pokémon mit Kreisbewegungen einfangen kann. Wir werden es rausfinden. Wer bist du? Aha, wow. Und das hat mir jetzt was gebracht, dass du so ein Versager bist. Ich meine, ich kann es auch noch nicht, aber später schon. Ja, große Stadt haben wir schon gesehen, ne? Ja, ja. Warum sagst du mir dann nicht, wie happy meine Pokémon sind? Wir haben hier jetzt viel... So, no one here dislikes Pokémon Rangers, ja. Wir haben hier viel zu erkunden. Mortons Haus, was hier wohnt da? Wie safe ist das so? Das ist die sicherste Stadt und deswegen kam hier ein legendäres Pokémon und hat jemanden in Trance versetzt, weil es hier so safe ist. Die Ranger Base. Da gehen wir noch nicht rein, wir werden erstmal alle Leute anquatschen, die draußen sind. Ey, wir reden bloß über die Ranger, oder? Aha. Ja, ist ja wie gesagt sehr safe hier. Alle Leute, die draußen sind. Du. Ja, ich hab's verstanden. Hier leben Ranger. Es muss mir nicht jede einzelne Person. I keep catching more strange Pokémon so far. Yo. Es muss mir nicht jede einzelne Person sagen, dass hier Ranger leben, okay? Ich meine, ich kann auch eine riesige Stadt bauen und dann jeden einzelnen NPC dasselbe sagen lassen. I wonder what's in the blocked off area. Oh! Safari-Zone mit einem blockierten Gebiet. Injured during a mission. Avery, ja, das ist ja der Kampfreiterleiter, haben wir schon erfahren. Ey, das ist richtig geil. Ho! Ja, ja, wir können auch Schnee zum Schmelzen bringen. I wish. Das wäre eine neue VM oder was? Irgendwas, was Schnee schmelzen lässt. Moment, was hast du gerade für ein Item? Ich weiß es nicht. Was hast du gerade? Shelter, ja gut, ist entbehrlich. Jetzt hast du stärkere Feuerattacken, das ist viel geiler. Und Shelter kriegt... Sobby. Ja, ja. Die Riven City. Ich weiß nicht, ob ich dich hab. Ja, ich hab dich doch. So, Opi. Ey, weißt du was, ich bin schon froh, dass du überhaupt irgendwas anderes sagst als Ranger-Gelaber. So, frustrating. I used to be rivals with Avery as a child. Und jetzt ist Avery aber viel zu geil, oder was? Der ist viel zu heftig. Team BH wieder! Ja, ich kann es nochmal bestätigen. BH steht für Black Hole und WH für White Hole. Das haben wir auch schon mal gehört. Aber in dem Moment ist es mir entfallen. Wurde nur BH statt zum ersten Mal. Das sollte jeder NPC sein, der hier draußen ist. Also die Häuser. Ja, habe ich. Aber du wirst... Ja, okay. Das ist ja der beste Tausch aller Zeiten. Hey, möchtest du ein Pokémon, das du schon hast, tauschen gegen ein Pokémon, das du schon hast? Oh Mann, ey. Ich habe dich schon angeredet. Ich war gerade so neben der Spur schon wieder, weil das so ein dummer Tausch war, dass ich schon wieder irgendwelche Leute anrede, die ich schon habe. Wir wollten bloß nochmal Wild Hole und so leben. Pokémon grow to love you if you raise them. Woher weißt du meinen Namen? Woher weißt du meinen Namen?
Oh, habe ich mich vielleicht bei der einen verlesen und die hier sagt mir, wie meine Pokémon mich mögen? Wahrscheinlich, oder? Weil es werden bestimmt kaum zwei Leute sagen, dass sie das können. Happiness is written in small print. Jetzt habe ich das Haus und das Haus da unten. Du hast was gesagt mit Safari-Zone, muss ich erst hin. Safari-Game, Catch-em-all. Pokémon Paradise, Safari-Zone. Was ist denn... Warum stehen da zwei Schilder, die sowas sagen? Was ist das? Ist wahrscheinlich der Stadtname, ja. City where Pokémon Majors gather. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Ja, warum echt? Es ist wirklich so verankert, dass ich die Leute nochmal anquatsche, die da sind. Das ist so dumm, Mann. Ich habe mir erst schon das Team überlegt und mache das trotzdem so. Nugget. Ja, nochmal viel Kohle oben drauf. Und mehr brauche ich doch eigentlich derzeit nicht, denke ich mal. Good idea. Awakening. Oh, ja. Awakening auch wichtig bei One Piece. Aber ich will nicht unbedingt spoilern. Aber ja, ich nehme diesen Tipp mal gerne an. Warum nicht von jedem eigentlich 5 kaufen, oder? Die sind ja billig. Paraheile hatte ich jetzt auch immer 0, jetzt habe ich wieder welche. Und Antidote habe ich auch noch. Ja, okay. Alles schick. Gibt es hier noch irgendwas, was man sonst anquatschen kann? Toll! Ja. Das Glitch-Ding hier wieder, wo ich gerade drüber gelatscht bin. Ja, dann ab in die Ranger Base, oder? Ah, ich treffe die Tür wieder nicht. Oh, ja. Recharge your Styler. Aber was ist denn das hier genau? Kann man hier irgendwas? Ja, gut, das kennen wir ja. Blueprint of some sort. Ranger Base, Manitivity. Mhm. Der ist richtig, den reden wir zum Schluss an. Leader Jackie. Du warst besessen. Don't worry. Word failure isn't in my dictionary. Also der ist dann noch mit beschäftigt. Gut. Nicht weiter irgendwas hier zu tun. So, euch hatte ich sicherlich dann auch alle angesprochen. Morton. Ran off to the next city. Ach ja, stimmt, das weiß ich gar nicht mehr, siehst du, dass der schon wieder weg ist. Irgendeinen Ort mit O wollte er aussuchen, falls ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, habe ich jetzt alles? Bis dahin? Also hier müssen wir noch rein. Nee, Quatsch, das ist die Liebesfrau. Markt hatten wir. Safari-Zone ist halt klar noch offen. Ich meine, ich habe jetzt alles. Ich bin mir immer unsicher. Ich denke, dass ich alles habe. Ja, ja. Ich will jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden, hier nochmal rumzurennen. Nephrite. Ja. Okay, ganz ehrlich, ist richtig alles bestimmt. Rein in die Safari-Zone. Ich bin gehypt. Ja. 4 Zones. Ihr wisst ganz genau, worauf ich scharf bin hier. Wir wissen schon, was hier so drin ist. Also, ein Pokémon wissen wir. Ja, 500. Ich habe mehr als genug Kohle dafür. Und das ist es mir auch wert. So, 30 Safari-Bälle. PA. Oh, das wäre jetzt so Hammer, falls ich es sofort finde. Bam, bam, bam. Es ist die klassische Safari-Mucke. Was finden wir als erstes? Erneut stellt sich die Frage, warum habe ich es mir überhaupt für 500 Spielmünzen gekauft, wenn man es auch locker so finden kann? Ja, oder dich. Warum habe ich dich so lange auf der einen Route gesucht als Rare Encounter? Und nein, ich will auch nicht. Bisher kommen mir auch bloß Pokémon, die neu sind, also Fake-Mons. Und das macht mir Sorgen. Das macht mir gerade richtig Sorgen für das, was ich vorhabe. Aber es gibt 4 Gebiete. Irgendwann wird es ja wohl auftauchen, oder? Scheiße. Was ist, wenn das in dem Gebiet ist, das wohl noch versperrt ist und erst im Postgame verfügbar ist? Das wäre traurig. Der Ruf! Der fucking Ruf, Alter!
Und hier muss ich was gestehen. Ich werde das nicht einfangen aus einem einfachen Grund. Bei meinen Recherchen für bestimmte Sachen habe ich das Pokémon leider schon bei jemandem im Team gesehen. Und das ist die Weiterentwicklung von dem Ding da. Das weiß ich. Also ich wusste, dass das existiert leider. Deswegen brauche ich es auch nicht einfangen. Aber hey, den Ruf kannte ich nicht und was war das bitte gerade? Pichu! Oh Mann. Gibt's also doch nicht nur Fake-Bon. Scheiße, ey. Aber Girafarig zu finden, das wird wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, oder? Wer weiß, wie viel man hier finden kann. Oh Mann, ey. Ich hab gesagt, ich will eigentlich jetzt so lange drin bleiben, bis ich's hab, aber... Miltank? Brauch ich nicht, aber... Interessant. Ja, und dann kommt Chlorviech wieder. Everstone. Das wäre auch für die Rafale richtig geil, oder? Moment mal. Nee, verwechsel ich da irgendwas? Der Evolit ist, glaube ich, was Pokémon-Stärke macht, die sich nicht entwickeln, oder? Ich glaube, Ewigstein macht gar nichts weiter. Ich verwechsel das hier. Ich hab's leider nicht richtig zusammengereimt. Ja, stellt sich die Frage, wie will ich das alles zeigen dann? In Ruhe. Weil ich bin eigentlich nur wegen eines einzigen Pokémon hier. Und natürlich um Items zu suchen, ist klar. Oh, ein Haus! Gib mir mal Tipps, wo man die Fahrrad fangen kann, ja, bitte. Erstmal noch das Item. Smoke Boy. Panzer Aeron auch nicht schlecht, aber nicht das, wofür ich hier bin. Hi. Ja, so. Ah, interessant, dass man jetzt die Fangrate quasi erzählt bekommen hat. So effektiv wie Super Battle. Oh, Package? Warte, wer ist das jetzt genau? Das ist aber jetzt nicht Morton, oder? Weil der hat auch einen Rhinos und lebt hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerne machen, aber wer ist denn dein Dad? Package. Aha. Also ich werde jetzt nicht nochmal jede Person anquatschen eigentlich, die hier so ist. Pichu, ja. Ja. Scheiße, das wird übel, ey. Wo ist das Pokémon, das ich suche? Hey, ist noch ein Item. Ist das hier der versperrte Weg? Sieht so aus, oder? Ja, das ist der versperrte in dem Moment. Kann sein, kann auch nicht sein, sieht ein bisschen komisch aus die Stelle. Nein, ich will dich nicht einfach angeschmissen. Panzer Aeron. Ey, sieht nicht gut aus derzeit. Sieht gar nicht gut aus für mein Vorhaben. Tschüss. Did you catch your fair share? Ich hab sehr viel gefangen. Gut, dann werde ich jetzt safe staten, da ich mir nicht jedes Mal $500 ausgeben und ihr werdet jetzt sehen, ob ich erfolgreich war oder nicht. Ach, hier links kann man noch rein, da muss ich gar nicht schneiden, oder? Ja, das ist neu, hier waren wir noch nicht. Ich dachte erst, ich muss cutten, aber nein. Ich kann hier noch hin. Nugget. Und wir sind jetzt ja sicherlich in einem neuen Abschnitt. Die Chancen steigen wieder? Fragezeichen. Togepi. Metronom Togepi und Psycode. Ja, wenn man jetzt wüsste, in welchem Abschnitt hier Park ist, wäre das einfacher. Dramatisch ist nicht vorspulen, bloß um länger zu warten, ob es kommt. Ist auch ziemlich merkwürdig gebaut. Woher soll ich das wissen? Nein, hier ist es. Nein, das ist so scheiße. Nein. Sag mir nicht, dass es dahinter ist oder so. Ah.
Ja, Cut. Scheiße. Oh, die ist so ein Item. Ich muss nicht cutten. Ich denke jedes Mal, ich muss den Schnitt setzen, aber muss ich eigentlich nicht. Hard Scale.